wird zum Weinbutz. Du hast ihn, man hat, ich glaube, wir haben den alle in den Kampf gesehen. Tja, das war eine Katastrophe, was den Jungen gebracht hat. Das war ein Witz. Ich könnte auch gegen den mal kämpfen. Ich schwöre bei Gott, ich mache ein Debüt und dann kann ich direkt abnehmen. Ich gehe direkt gegen den. Kein Problem. Keiner traut sich gegen mich zu kämpfen. Keiner traut sich dies, jenes. Ach, ich habe mich verletzt. Der Sport ist, glaube ich, nur die Marionette. Das sind halt andere Leute im Hintergrund, die das machen. Ja, aber wenn du kotzt, kannst du nicht deine Kotze zurückziehen. Das ist schon überall rübergegangen. Genau. Wenn du furzt, dann kannst du auch, das stinkt doch überall. Das ist das Problem. Früher war es die Vogelgrippe, dann war es die Schweinegrippe, jetzt haben wir die Neidgrippe. Ja, es gibt manche gierige Veranstalter hier in Deutschland. Hör auf mir damit. Wenn ein Klitschko boxt, interessiert in Amerika keinen Menschen. Meine Frage, wenn du gekämpft hast, ja. Wie ist die Stimmung? Du hast die Stimmung in MMA gesehen und die Stimmung bei euch. Ich muss sagen, bei den Vorkämpfen fehlt ja nur noch ein Stift und Papier bei euch im Boxen. Ich muss sagen, das kann man so oder so sehen. Warte, ich stehe bei der 8. Runde. Den größten Kampf, den du jetzt, glaube ich, richtig vermarkten könntest, Sturm gegen Abraham. Weil ich finde diese Sportart wunderschön und ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht nach meiner Karriere, also meiner Boxkarriere, auch mal einen MMA-Kampf zu machen.